Hallo. Hi, herzlich willkommen in unserer künftigen Küche im Herzstück Lebensmittelpunkt. Ja, es ist einfach der wichtigste Ort im Haus für uns. Wir sind Anja und Ilan. Wir kochen für unser Leben gerne und deshalb haben wir das auch so lange vor uns hergeschoben. Wir haben nämlich bereits die Dokumente, die Bücher, die Kleidung ausgemistet, so gut wir konnten, aber die Küche. Ja. Wir mussten also mit diesem Thema jetzt mal starten, während wir uns parallel auch mit den Materialien auseinandersetzen, die sich gut für den Innenausbau eignen könnten. Demnach haben wir für unser heutiges Video überlegt, was kommt überhaupt mit in die Küche, wie viel wiegt das Ganze und welcher Platzbedarf ergibt sich daraus für die Planung der Schubladen und der Schränke und so weiter. Es geht also nur um die Utensilien, nicht um die Küchengeräte. Ja. Oder die Materialien, die wir dafür verwenden. Oder die vielen Vorräte, die wir haben. Genau, also wir fangen erstmal klein an und wir befinden uns auch immer im Prozess. Also, los geht's. Es sind jetzt anderthalb Jahre vergangen. Ja. Anderthalb Jahre. Wir haben uns von einigen Dingen lösen können. Nicht nur unser Zuhause in Berlin, sondern es waren sehr viele Gegenstände auch, von denen wir uns befreien konnten. Und wir sind aber noch lange nicht da und wir merken jetzt immer mehr, Woche für Woche, wie individuell das hier eigentlich alles ist. Mhm. Und dabei geht es nicht nur um den Platz, den wir wirklich für uns einteilen müssen, sondern das Gewicht wird das Problem sein. Wir befinden uns nämlich zufälligerweise am Bug unseres Hauses. Also hier ist quasi dann unser Zugfahrzeug und die Deichsel. Das meiste Gewicht, der schwerste Raum, den wir haben im Haus, befindet sich hier vorne. Und wir blenden, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, nochmal unser Grundrissvideo mit ein. Dann wisst ihr genau, wie bei uns die Raumaufteilung ist. Was bedeutet das für uns? Wir haben alles herausgekramt an Küchenutensilien ohne unsere Vorräte und haben, und das ist kein Scherz, alles gewogen. Jedes Messer, erstmal jede alles Gabel nacheinander rausgeholt. Auch zu gucken, was haben wir denn überhaupt und wie schwer ist es denn? Das hat total viel ausgemacht, weil die Liste immer länger wurde. Wir scrollen gleich mal runter und wir dachten, boah, das hört ja gar nicht auf und sicher ist auch das noch nicht vollständig und alleine unsere Vorräte und Gewürze einzeln und all die Dinge sind noch gar nicht mit drin. Wir wissen, dass Kleinvieh natürlich auch sich summieren kann. Ja, nachdem wir das dann erfasst hatten, ging es dann darum zu gucken, okay, jetzt wissen wir ungefähr, wie viel wir von welchen einzelnen Utensilien mitnehmen möchten. Wie groß müssen die Schubladen sein? Was müssen wir einplanen? Weil wir das Ganze natürlich für uns so organisiert wie möglich gestalten möchten, dass wir die eine Schublade rausziehen und wirklich alle Gewürze zu sehen sind, alle in ähnlich großen Döschen. Im Moment haben wir alles sehr chaotisch organisiert. Das ist nur ein Beispiel. Das heißt, wir haben uns dann ein Döschen genommen, welches wir für alle Gewürze verwenden möchten, haben davon Maß genommen und dann eben überlegt, okay, wie viele haben wir, welcher Platzbedarf ergibt sich daraus. Mit den Flaschen haben wir genau das Gleiche gemacht. Wir haben die größte Flasche genommen, die wir eigentlich im Alltag verwenden, die Breite und die Höhe gemessen. Und wir wissen dann oder wir wussten, wenn die Flasche da reinpasst, dann passt auch jede andere Flasche. Und das ist uns eben wichtig, das werden wir dann auch sicherlich noch mit den Küchengeräten machen, die Dinge einfach zu verstauen, damit hier nichts rumliegt, sondern damit wir immer genug Fläche haben. Ja, wichtig ist uns auch, dass wir parallel immer noch ein bisschen Puffer zu den Maßen dazu rechnen, eben weil wir das Haus bewegen möchten und demnach wahrscheinlich auch irgendeine Form von Gittersystem noch zwischen die Gläser und Flaschen und Gewürze integriert werden sollen, damit das Ganze bei Fahrt auch nicht kaputt geht. Wir wurden ja einige Male gefragt,
Warum muss die Küche denn unbedingt vorne sein? Vielleicht könnt ihr die auch hier in die Mitte bauen des Hauses. Aufgrund der Gewichtsverteilung. Macht ja auch Sinn, direkt andockend am Badezimmer. Ne? Dann könnt ihr auch die Rohre dementsprechend verlegen. Kurze Wege. Das ist alles sehr sinnvoll. Und wir haben auch nochmal drüber nachgedacht. Wir haben es nochmal ausgerechnet und es ist nicht mehr machbar. Weil die Fenster sind jetzt so gesetzt, also das Podestfenster, das heißt, es hört etwas tiefer auf, also quasi fast gegenüber von dem Eingangsbereich. Die Küche würde einfach viel kleiner werden, obwohl sie unser Lebensmittelpunkt sein soll. Die Dunstabzugshaube könnte nicht mehr angebracht werden, weil es entweder dann mit dem Loft kollidiert oder mit dem Oberlicht auf der anderen Seite. Wir haben viel nochmal gedreht und gewendet. Wir hatten bereits mal ganz am Anfang diesen Entwurf und haben uns bewusst nicht dafür entschieden, um eben die Räume so aufzuteilen, wie es für uns am schönsten ist. Und es wird eine Herausforderung. Es wird keine leichte Sache. Daher bleibt dran, auf jeden Fall. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen und ein Abo von euch und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ja. Bis dahin. Tschüss. Hi. Ich dachte, du sagst herzlich. Warum sagst du nicht Hi? Weil ich dachte, du sagst wieder herzlich willkommen. Habe ich das gerade so gesagt? Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in unserem Haus, da auf unserem Podest. Da, und wir haben Badküche hier hinter uns. Danke. Guten Tag.